Wir haben immer bei unseren Kongressen, also die letzten Jahre, immer wieder das Thema Wirbelsäule und Zähne gehabt. Verschiedene Zahnärzte haben dort referiert und wir haben das immer wieder erfahren, wie wichtig das ist, dass man eben bei bestimmten chronischen Problematiken eben auch mal schauen muss oder mal zum Zahnarzt gehen muss und mal gucken, wie die Kiefergelenke, die Zähne sind. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Dr. Hans-Ulrich Prein eingesprungen ist dafür. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Spezialist und hat schon viele, viele Jahre auf diesem Gebiet geforscht und gearbeitet, eben auch mit diesem Thema Kiefergelenk, Zähne, Wirbelsäulen und so weiter. Und ich bin froh, dass Sie jetzt bereit sind, das, Ihren Vortrag zu halten. Und ich bitte um Applaus für Herrn Dr. Prein. Ich danke Ihnen, Herr Koch. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie so großes Interesse haben an der Problematik. Der Titel von dem Vortrag lautet Zähne gerichtet, Rückenschmerzen behoben. Da stellt sich zuerst einmal die Frage, wie kann man über die Zähne den Rückenschmerzen beeinflussen? Da gibt es im Prinzip drei Wege. Das ist zum einen energetisch, zum anderen physikalisch-chemisch und zum dritten funktionell. Energetisch wissen Sie alle die Problematik der Zahnherde, die über die Meridianbeeinflussung bestimmte Wirbelsäulensegmente beispielsweise stören können. Physikalisch-chemisch durch die Materialien, die in der Mundhöhle eingebracht werden. Ich denke da nur an Amalgambelastungen, die ein Bauchproblem hervorrufen und die Bauchproblematik projiziert sich dann als Rückenschmerzen und zum dritten funktionell, das geht über den Biss und da fangen wir mal mit an. Dazu sollte man erstmal wissen, was steuert denn die statische Körperhaltung. Und es sind drei Regulationsmechanismen, die hier eine Rolle spielen. Zum einen die Augen über die Bildinformation und die Augenstellmuskulatur. Zum zweiten sind es die Füße. Je nachdem, wie die Druckverteilung an den Fußsohlen ist, wirkt sich das auf die Statik aus. Und zum dritten der Biss, wenn nicht im Gleichgewicht ist, dann hat es vorwiegend einen störenden Einfluss. Bei den Augen sind es vorwiegend die Augenstellmuskeln, die hier eine Rolle spielen. Jeder Augapfel hat 6 Stellmuskeln und damit wird der Augapfel in der Augenhöhle eingestellt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die Augäpfel nicht parallel gleich in den Augenhöhlen stehen, dann, weil der Körper immer versucht, die Horizontale zu suchen, entsteht daraus eine Schiefhaltung des Kopfes und das wirkt sich dann natürlich nach unten hin aus, weil alles über Bänder, Sehnen, Muskeln im Körper verkettet ist. Bei den Füßen ist es so, dass eine asymmetrische, disharmonische Fußgeometrie ein aufsteigendes Problem hervorrufen kann. Und beim Biss ist es so wichtig, weil der Kauapparat eingebettet ist zwischen die vorderen und hinteren Muskelketten der Bewegungsmuskulatur und da praktisch ausgependelt werden muss. Und wenn da eine kleine Verschiebung da ist, wirkt sich das reflektorisch dann als absteigendes Problem auf die Statik aus. Und zwar funktioniert das Ganze dreidimensional natürlich. Wir haben zum einen die seitlichen Verschiebungen, wenn der Unterkiefer nicht zentral in der Mitte liegt, sondern etwa seitlich verschoben ist, dann reagiert der Körper dabei auch mit einer seitlichen Schiefhaltung. Es kommt zu einer Seitneigung des Kopfes. Die Augenmotorik muss das dann wieder ausgleichen. Schulter und Becken stehen im Schiefstand. Die Wirbelsäule verkrümmt sich skoliotisch, es kommt zu einer funktionellen Beinlängendifferenz durch diesen Beckenschiefstand und die Fußsohlen müssen das ebenfalls kompensieren.